Volkszählung. Gute 4 Monate später ist Sommer gewesen und die Blumen haben blüht und die Vögel haben gesungen und sind in ihre Nester gehockt und haben sich um ihre Junge gekümmert. Die kleine Täubler und Sperling und Schwälbler und Wiedehöpf haben piepst und zwitschert und zirpt und Schnäbel aufgerissen und aufgeregt mit den näckigen Flügeln geschlagen. Und drum bettelt, dass ihre Väter ihnen irgendein Kleus, Henichs, Würmle in der hungrige Grenz stopfet. Appetit, Durst, Scheißerei und Schlafe. Die Vögel sind halt auch bloß Menschen. Warm und lauschig war's. Marile, endlich brauche ich keine lange Unterhose mehr. Der Josef hat an allem rechte Freude gehabt. An der Natur, am Schaffen, an einem gescheiten Festbar und natürlich an seinem allerliebsten Liebling. Gewohnt hat unser Perle seit der Hochzeit in der Maria, ihrem Elternhaus, in der kleinen Eiligerwohnung, unterm Dach. Bald haben sie ausziehen wollen, weil 3 Häuser weiter ist etwas recht günstig zum Verkaufen gestanden. Sie haben sich schwer dafür interessiert und sich schon alles in die schönste Farbe ausgemalt, wo das Buffet und die neue, selber bestellte Truhe nahe kommt, wo der Esstisch steht und wo welche Teppich liegt und wie rum die Betten aufgestellt werden. Aber es hat halt auch gescheit etwas gekostet. Da dafür hat der Josef von morgens bis abends geschafft, wie ein Brunnenputzer. Und so haben sie sich regelmäßig ein paar Silberstickle zusammengespart und in ein Gläusbüchsle gelegt. 200.307 Kilometer weiter im Nordwesten ist der Kaiser Augustus auf der Via Appia rumdappt und hat seine Männer angewiesen, dass alle Leute im Römischen Reich einmal zählet werden sollen. Weil der Kerle hat gescheit Steirer eintreiben wollen. Das ist die allererste Volkszählung überhaupt gewesen. Der Augustus war dazu noch der allererste römische Kaiser und ein schlauer Mann. Er hat überall vor Ort in seinem Bezirk eigene Verwalter gehabt und die haben umsetzen müssen, was in Rom von den Großköpfen der ausbaldowert worden ist. In Syrien war einer als Statthalter eingeteilt, der hat Quirinus geheißen. Und der Sel ist deshalb auch zuständig für Galiläa. Und da hat natürlich Nazareth und Bethlehem mit dazu gehört. Der Kerle hat wie alle andere auch gesagt kriegt, dass die Leutzählerei bis zum Ende vom Jahr fertig sein muss. Der Quirinius hat sich hellänger denkt, boah, da habe ich jetzt aber eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe doch schön Urlaub machen wollen am See Genezareth. Sein Weib war eine rechte verwöhnte Beißzang. Und hat glatt wegs Jammerer und Skeifer angefangen. Ich kann nicht mehr. Was verzählst du da? Ha, so ein wüster Dreck. Der blöde Augustus, der blöde. Dem zeige ich, wo der Bartel der Most holt. Jetzt freut man sich das ganze Jahr auf seine wohlverdiente Ferien. Aufs faul rumliegen in der Sonne, aufs Schwimmen und das gute Essen und Trinken. Und möchte mal wieder gescheite, teure Kleider und ein wenig unnötiger Kruhsteig kaufen. Und noch versaut ihm so ein Triebel aus dem Hauptstädtle alles. Wegen dem seine Hirnfürz können jetzt mir uns nicht einmal ein paar Tage schön erholen. Da könntest du gerade auf der Sauna aus. Was ist denn das für ein Socke? Dem Gang hier an der Krage. Hast so ein Kugelfuhr. Die Zerferei hat dem Quirinius jetzt gerade noch gefehlt. Du alter Blärhaufe, heul doch noch ein bisschen. Noch brauchst du nicht so viel Bronze.
Das Geschäft geht halt vor, Mädle, hat er gemeint. Aber die Shell hat das Späßle in der falsche Hals gekriegt und nehme auf, Herren, mit Maule. Und schon haben die zwei ein rechter Händelkett und laut ist geworden. Und noch hat sie angefangen, Sugar und Zwicker und Kratzer und Bäuser und alte Wäsler und Dyers Porzellangeschirr zum Schmeißer und zum Nachtessen hat er sich drauf selber etwas machen müssen. Und weil der Quirinius eh schon arg aufgedreht war und nicht hat schlafen können, hat er sich überlegt, wie man das jetzt wohl am besten nachkriegt mit der Volkszählerei. Ein paar Tage später sind schon überall im ganzen Römischen Reich, in alle Städtle und auch in die alle kleinste Flecke Däfele an die Rathaustiere ausgehängt, mit neigritzte Nachrichten und Infos zu der ganzen besonderen Volkszählung. Und dazu haben sie noch die Wirtsleute gesagt kriegt, dass es auch ja alle Stammtischbrudler verzählt, wobei ihnen ein- und ausgegangen. So hat es auch der Josef mitkriegt, weil der schon auch ab und zu immer wieder mal zwischen ein geschwind mit seinen Freunden drin gegangen ist. Jeder Mann, der im Römischen Reich lebt und schafft oder bloß rumhockt, soll im Dezember in sein Heimatstädtle gehen, sich registrieren lassen und sich einen Stempel abholen. Der Kaiser Augustus möchte genau wissen, wie jeder heißt, wo er her ist, wie viel gespart, wie viel Sach und Krust und Dings da und Dingle und wie viel Kinder jeder hat. Nehmt auch eure Frau mit, schwangere Zähle doppelt, Stammbierchle mitbringen, nicht vergessen. Und wer nicht hört oder zu spät dran ist, wird gestraft. Drum muss jetzt also auch der Josef, der schon sein Leben lang in Nazareth wohnt, zurück in seine Heimatstädtle Bethlehem, zum sich erfassen lassen. Und dann ist er mit einem kleinen Ball heimgegangen, hat sich auf sein liebes, gutes, schmusiges Marile gefreut und drüber nahe das mit der Volkszählung glatt wieder vergessen. Wir sehen uns morgen zum Kapitel Wir müssen zur Verwandtschaft auf Bethlehem. Bis dahin.